Meine persönliche Lockdown-Herausforderung. Normalerweise bin ich viel unterwegs. Ich lerne tolle Leute kennen, bin an spannenden Projekten beteiligt und ich habe das Gefühl, yo, ich kann echt was bewegen. Das gibt meinem Leben immer ziemlich viel Sinn. Und jetzt gehe ich auf einmal jeden Tag von 9 bis 5 ins Büro, immerhin, und habe Zoom-Konferenzen. Und frage mich, wo ist eigentlich das Abenteuer hin? Was tue ich noch Sinnvolles? Als ich da gestern so drüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, das ist eigentlich auch ein ganz schönes First World Problem. Also meine Freunde in Peru fragen sich jetzt nach dem Lockdown, wie sie ihre Familien versorgen können. Für die Frage nach Sinn hat da eigentlich keiner im Kopf. Dieser Perspektivwechsel fand ich, der hat mir irgendwie gut getan, der war hilfreich, aber gleichzeitig darf ich ja auch meine Fragen ernst nehmen. Und die Sehnsucht danach, bei etwas beteiligt zu sein, was über mich hinausweist, war bei mir schon immer groß. Ich habe schon immer nach dem Sinnhaften im Leben gesucht und gefragt. Und ich glaube, das ist ja irgendwie was typisch Menschliches, ganz tief in uns verwurzelt. Mich hat diese Sehnsucht irgendwann zu Gott geführt. Und eine der Dinge, die ich am meisten faszinierend finde an Gott, ist, dass er mich einlädt ins Abenteuer. Ja, glaube ich, es gibt tatsächlich eine höhere Berufung für jeden Einzelnen, egal ob wir im Lockdown sitzen oder die gerade die Welt retten. Und das ist der Ruf Gottes, das Leben mit ihm zu teilen, eine Freundschaft zu haben mit dem Gott des Universums. Ich merke, ihn kennenzulernen, das macht sogar den Alltag spannend, weil er immer wieder ganz unerwartet anders ist, humorvoll, großzügig, überraschend. Freundschaft mit Gott, das heißt für mich aber auch, er beteiligt mich an etwas, was Ewigkeitswert hat, was tatsächlich über mich hinaus weist, gerade und mittendrin in dem, was mir so alltäglich vorkommt. Das heißt für mich, selbst im Büro sitze ich nicht einfach nur so. Gott ist dabei und gibt meinem Alltag Sinn. Und in letzter Zeit frage ich ihn öfter, hey Gott, was hast du eigentlich heute vor? Und wie kann ich dabei sein bei deiner Geschichte? Das verändert manchmal sogar meine Zoom-Konferenzen.